Hier ist Kali S. von Kreatives Leben und heute geht es nicht um den Adventskalender, sondern heute geht es um die zweite Hälfte meines Kurses, den ich gemacht habe dieses Jahr, dieses Let's Face It. Ich hatte schon die erste Hälfte vom Kurs abgebildet und gefilmt. Das werde ich euch dann oben hier den Link dazu geben, damit ihr das auch noch anschauen könnt. Und hier fangen wir an mit der Woche 26. Es waren 50 verschiedene Kurse und ich zeige euch ein bisschen, was wir da gemacht haben. Hier ging es um Kohle. Da war ein Künstler, der Robert Kelly, der hat uns so ein bisschen gezeigt, wie man mit Kohle arbeiten kann. Und hier als Vorbild hatten wir den Edouard Vuillard. Hier ist das ursprüngliche Bild, das ich da als Maßstab genommen habe und das ich versucht habe nachzuzeichnen. So, dann kommen wir zu Toulouse-Lautrec und ich muss sagen, da bin ich von mir ein bisschen enttäuscht. Ich mag eigentlich Toulouse-Lautrec, ich mag diese Wildheit, diese Farben und die Typen. Die Lektion war von Lauren Rudolph, hat mir eigentlich sehr gut gefallen und das habe ich dann versucht selber nachzumalen und das Resultat gefällt mir eigentlich nicht so. Schade, aber das ist ja... was da passiert. Manchmal macht man Sachen, die man mag und andere Sachen mag man weniger. So, das ist jetzt ein bisschen, es hat ein bisschen gelitten, dieses Papier, muss ich sagen. Das ist ein Fabiano Notebook und eigentlich ist das dafür bekannt, dass es eigentlich toll ist. Das ist ja auch eine ganz alte Firma, aber ich finde, dass es für das, was wir tun, so Wasserfarben, Acryl, eigentlich nicht geeignet ist. Es leidet sehr. So, dann die nächste Lektion ist von Cara wieder gezeichnet worden. Und zwar hat sie Käthe Kollwitz genommen. Da ich aus Berlin komme, ist das natürlich auch eine ganz wichtige Person. Die Käthe Kollwitz ist ja auch sehr bekannt in Berlin. Und die Herausforderung, die wir hatten, war wieder Kohle zu malen, beziehungsweise hier einen Linoldruck von uns zu machen. Also das bin ich und das ist ein Linoldruck von mir, basierend auf dieses Bild. Ja, interessant, sagen wir mal. Nicht so das Wahre. So, das mag ich ganz gern. Natürlich auch, weil es ein Künstler ist, den ich sehr gern mag. Und zwar war die Lektion von der Ivy Newport und ich mag einfach auch diese Farben und auch wie glänzend das Ganze ist. Also ja, ist eine Seite, die mir sehr gut gefällt. Dann sind wir zu Chile übergegangen, auch ein Künstler, den ich mag, aber irgendwie, also das war ein Selbstbild, glaube ich, auch mit geschlossenen Augen. Das ist mit Tina Berenson haben wir diese Lektion gemacht. Ja, spannend, sage ich jetzt mal, aber nicht mein bestes Bild. So, das ist ein zweites Bild von Chile, beziehungsweise das bin auch wieder ich, nach Chile Stil. Ja, ich habe das nicht geschafft. Er arbeitet hier mit sehr vielen Muskeln und also ich mag den Stil, aber für mich hat das irgendwie nicht wirklich gepasst. So, dann sind wir zu einem anderen Künstler übergegangen, den ich auch mag, den Giacometti. Hier mochte ich diese Striche und diese Wildheit, die wir da gemacht haben. Carol McConnell hat diese Lektion vorgeschlagen. Das ist das Bild, das ich als Vorbild genommen habe und da habe ich versucht, einfach den Mann hier abzubilden. Ja, es hat ein längeres Gesicht bekommen, als eigentlich hat. Ja. So, das mag ich ganz gerne. Die Künstlerin ist Yalice Neal. Da sind wir, glaube ich, bei Lucy Chen übergegangen. Hier war die Herausforderung, zwei Personen zu haben, zwei Jugendliche in diesem Fall. Das ist meine Tochter und meine Nichte. Ein Bild, das wir hatten, so sieht das aus. Und hier zu versuchen, halt sehr monochrom zu arbeiten. Und ich mag das sehr gerne. Ich mag auch, was da entstanden ist. Natürlich ist es nicht ein 1:1 Bild von den beiden, aber ich erkenne beide und das ist, glaube ich, was mir am wichtigsten ist. So, jetzt kommt was ganz Wildes. Das war wieder eine Lektion von Cara und der Maler ist eigentlich noch ein lebender Maler. Das ist Davide Cambria. Ganz wild. Ich liebe Rot, deshalb habe ich mich für dieses Bild entschieden. Es sieht ja fast aus, als ob sie verblutet. Ich finde das unheimlich expressiv, also sehr beeindruckend auch von der Intensität. Ich mag dieses Bild unheimlich gern
Und ja, hat mir viel Spaß gemacht, das herzuleiten. So, dann kommen wir weiter mit der Melinda Cuzzona, eine tolle Malerin. Und die hat versucht, uns zu zeigen, wie der Richard Diebenkorn, ich muss immer gucken, wie die Künstler heißen, gemalt hat. Und das ist ein Bild aus meiner Kindheit. Also das bin ja nicht ich, aber ich bin eigentlich davor und mit meiner Puppe im Rücken. Und ich wollte mich eigentlich fokussieren auf diese Frau oder dieses Mädchen, weil eigentlich war es ein junges Mädchen mit ihrem Bruder auf dem Rücken. Das wollte ich ein bisschen darstellen, ist auch nicht so gelungen, aber so lernt man ja immer wieder daraus. So, hier zeige ich euch eins auch meiner Lieblingsbilder, die Malerin heißt Cassie Heckmann, die Lektion kommt von der Emma Petit. Ich finde das ein sehr auch ausdrucksvolles Bild. Hier keine Augen, aber trotzdem das Wichtigste kommt rüber, auch von den Farben. Ja, also ich habe da unheimlich viel Spaß, wenn ich alle diese Bilder und diese wieder angucke, also dieses ganze Buch eigentlich angucke. Dann haben wir von Tina Berenson, hat sie uns die Teil Duncan, das ist auch eine Malerin, die immer noch lebt, vorgestellt, und ich fand, das ist von Teil Duncan, also man sieht hier hat sie auch unterschrieben Teil. Ich finde das toll und ich habe das mit den Farben nicht ganz hingekriegt, leider, aber ich finde das auch sehr ausdrucksvoll und es gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Dann wieder ein Bild von mir nach Nathan Oliveira. Die Künstlerin, die uns das näher gebracht hat, ist die Melinda Cuzzona, und das finde ich auch sehr spannend, auch wenn ich persönlich hier, also ich finde den Hintergrund super, ich finde die Farbenvielfalt super, ich finde mich einfach dabei nicht so super, aber das ist ja eine Übung und so wird man ja immer besser. So, das mag ich auch ganz toll. Das ist das Original von Afarin Sajedi, ich glaube, die ist Italienerin, wenn ich das erinnere, also Afarin, ja, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Verrücktes Bild, wenn ihr das anschaut, also das ist alles so surrealistisch. Das ist wieder von Cara, also die hatte ein anderes Bild, aber ich habe einfach immer die Künstlerin gegoogelt und Bilder genommen, die mir gefallen haben, und versucht, ein bisschen das wiederzugeben. Ich finde das klasse. So, und hier erkennt ihr wahrscheinlich bereits, worum es hier geht. Die Lektion war von Emma Petit und es ist ein Matisse-Bild natürlich. Und da es um Gesichter geht, fand ich die Herausforderung hier toll, eigentlich diese zwei Gesichter ineinander darzustellen. Und das habe ich dann abgemalt. Ich hatte dann auch Bilder von Tauben. Hier Bilder von den von den Vögeln, von den Möwen hier, die ich dann abgemalt habe. Und also finde ich auch toll, auch wenn es nicht genau so ist, wie es hier ist. Aber ich glaube, das Resultat ist gleich. So, dann kommen wir... Ja, Robert Kelly kann es nicht sein. Ich bin anscheinend... Ja, Andy Ammann haben wir hier. Das ist das Originalbild von Leonora Fini, auch Italiener. Fand ich auch spannend. Ja, nicht genau gleich, aber doch ähnlich. Dann natürlich die große Künstlerin, die Selbstporträts immer wieder macht, die Frida Kahlo. Hier habe ich versucht, ein Bild zu machen, das eigentlich aus verschiedenen Bildern besteht. Also das sind die zwei Bilder, die mich inspiriert haben. Die Lektion war von Jenny Wentworth und ich habe da versucht, das wiederzugeben. Ist nicht ganz gelungen. Es ist immer ganz schwer, wenn man sich zu sehr an die Person halten muss. Und ich finde auch so Seitenansichten sehr, also für mich sehr, sehr schwer. Ja, aber spannend. So, dann geht's weiter. Michael Carson ist der Maler. Die Einführung ist von Tanya Cole. Genau. Und ich habe einfach das Original genommen von Michael Carson. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das finde ich auch ein super Bild. Und ich hoffe, ich kriege das alles nicht durcheinander. Das ist von Emma Petit, meines Wissens. Genau. Und das
ist das Original von Emma Petit selbst, glaube ich, weil das hat mir fast besser gefallen als das Bild von der Malerin. Ich habe das die Malerin gar nicht aufgeschrieben, merke ich hier. Aber ich finde das super. Da sind klasse Farben, Orange, Grün, denkt man, alles passt nicht zusammen, aber ich finde das super. Und sie hat da auch Strukturen, also wir haben da mit Strukturen gearbeitet. Liebe ich, finde ich toll. Und ich glaube, das ist auch sehr, entspricht meinem Stil sehr. Also diese dicken Lippen, große Augen, das ist das, was ich auch sehr gern mag. So, dann kommen wir zum Robert Kelly. Ja. Robert Kelly, der macht ja alles mit Kohle. Der hat auch versucht, da ein bisschen beim Hintergrund mehr zu machen. Das habe ich persönlich nicht hingekriegt, weil ich keine Aceton hatte. Das ist das Bild, das ich als Beispiel genommen habe. Eine große Herausforderung, weil hier in diesem schwarzen Ton sehr viele Finessen sind, die ich versucht habe, hier wiederzugeben. Nicht immer gelungen, sage ich jetzt mal, aber man lernt. Dann habe ich Paula Agnew, die hat uns neu näher gebracht an den Freud, und zwar, ich glaube, der heißt Christian Freud, ein englischer Maler, der immer Leute gemalt hat, die ihm nahe sind. Deshalb habe ich meinen Mann genommen und versucht, ihn zu darzustellen. Ja, ist nicht immer einfach, ne? Die Augen sind da. Ja, er hat ein breiteres Gesicht, sag ich jetzt mal, als ich es da gemalt habe. Aber das ist... Ne. Dann Laura Murphy hat versucht, Toni Sherman darzustellen. Die hat das, glaube ich, aber nicht mit den gleichen Mitteln benutzt wie ich. Ich habe das jetzt mit... genau, ich glaube, sie hat Wachs genommen, ich habe Acryl genommen, Acrylfarben, und eigentlich mag ich das Bild auch sehr. Ich habe den Hintergrund grau gemalt, dass das Beste zum Vorschein kommt, und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Dann hatten wir noch zwei zusätzliche Lektionen. Das eine war mit der Jun Toyama, die hat ein Bild von einer Freundin genommen mit ihrer Tochter, japanische Tochter, Yunis, auch Japanerin. Und das Thema war auch ein bisschen den Negative Space, also negative Fläche. Das heißt, man muss nicht immer alles ausfüllen. Und deshalb habe ich versucht, hier das Mädchen ein bisschen kleiner zu machen, sodass man auch viel Weiß hat. Und die Malerin, die hier vorgestellt wurde, war die schön Yumura. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mit Wasserfarben. Ich liebe Wasserfarben, und deshalb wollte ich dieses Mädchen dann auch machen. So, und dann waren wir schon fertig. Eine Lektion mit Kara Bullock, und der Maler ist der Jacob Lawrence, ein, das zeige ich euch hier, ein Afroamerikaner, der eben auch das Leben, so, vielleicht seht ihr es so, nee, seht ihr nicht, so. Und was ich spannend fand, ist, dass wir hier Filzstifte benutzt haben, und das finde ich auch spannend, was Neues, ein anderes Material zu benutzen. Und was mir hier sehr gut gefallen hat an dem Bild, also beim Gesicht, ist, wie wenig es eigentlich braucht. Das ist dunkelbraun, und hier nur ein J sozusagen, ein Strich, und dann hat man eigentlich schon ein Gesicht. Finde ich klasse, und auch etwas, oder hier, man sieht seinen Arm nicht, aber eigentlich weiß man, dass sein Arm da ist, weil das geht über in den Hintergrund. Also ich mag dieses Bild sehr, sehr gerne. Und grundsätzlich fand ich das ein super Kurs, kann ich jedem wärmsten empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr meinen Channel abonniert. Tschüss!